So, jetzt haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Information. Der junge Mann hat immer daneben geschossen, absichtlich. Wie war denn das? Das war abgesprochen, richtig? Na klar. Gerade gesagt, du hast alles vorbeigeschossen. Es muss ja auch so aussehen, als würde ich jetzt hier unterrichtet werden. Ich treffe ja jede Taube, das ist ganz klar. Sonst wäre es doch auch langweilig, oder? Genau. Wir gehen einmal nach vorne. So, also das erste, was du einmal machst, einmal Waffe zu und dann guckst du mal einmal drüber, ob du gerade über die Schiene drüber guckst. Passt das von der Höhe? Eigentlich schon, ja. Ja, das heißt, sie ist ungefähr so ab der Hälfte hier ein bisschen Schiene bis zum Korn dann, ne? Ja, ich gucke vielleicht nicht ganz gerade, also ich merke schon, dass ich übertrieben gesagt eher so gucke, ja. Aber ein kleines bisschen, ich glaube, ich krieg's. Okay, dann hast du vielleicht einen minimal Hochschuss. Das heißt, du kannst dann ein Stückchen unter der Taube bleiben, wenn wir jetzt gleich schießen. Ich würde sagen, das testen wir einfach aus. Genau, so machen wir das. Also das erste und wichtigste Thema ist eigentlich der Stand. Ja. Ja. Du kannst eigentlich, wenn du dir die Flinte mal locker an die Hüfte nimmst, genau, rechte Hüfte, da wo die Flinte hin zeigt, da willst du eigentlich auch hinschießen. Ja. Selbst wenn du sie so jetzt offen lässt. Am Schießstand lassen wir einmal offen, genau. Und da geht jetzt dein linkes Bein mit dem Zeh auch hin. Ja? Und da, wo dein von dem linken Bein der dicke Zeh hinzeigt, da schießt du hin. Ja. Ja? Das heißt, wir machen das jetzt gleich so. Wir suchen uns jetzt eine Taube aus. Wir nehmen in diesem Fall jetzt einfach mal die L. Das ist die Skitaube. Ja. Gucken wir uns einmal an. Kommt da raus, fliegt dort drüber. Ja. So. Die werden wir nicht schaffen, hier vorne in den Bereich zu schießen. Das heißt, wir haben das Schussfeld, genau, haben wir hier vorne. Das heißt, dann stellst du dich schon mal mit deinem Fuß in diese Richtung. Ja. So, dann machst du im Endeffekt die Flinte einmal zu. Dann gehen wir das jetzt einmal trocken durch und schlägst einmal quasi auf den Punkt an, wo du sie kaputt schießen würdest. Genau. Und jetzt gehen wir zu dem Sichtpunkt den halben Weg zurück. Und da ist unser Haltepunkt. Ja. Ja? Das heißt, da hältst du die Flinte. Und von da aus geht dein Auge auf das Haus. Und wenn du dann Hopp sagen würdest, Hopp, kommt die Taube, bumm. Ist flott. Und das probieren wir jetzt mal aus. Noch ein Stückchen auf. Ja. Perfekt. Ja. Genau. Erst auf den Schusspunkt, halben Weg zurück. Ja. Genau, dann halben Weg zurück. Dann geht die Flinte, das Auge geht aufs Haus, auf dein Kommando. Ich war hinterher, hätte ich gesagt. Genau. Ja. Die ist flott. Die ist sehr flott. Ne? Also die Niederhaustaube, die hat es immer in sich. Da musste schon ein gutes Stück vor. Hopp. Zu weit vorne. Hopp. Drunter her, kann das sein? Drunter her, ja. Ja. Na. Nochmal. Hopp. Hinterher wieder, ne? Wir machen mal, damit du das Thema mal einmal siehst, wie du die überholst, fangen wir mal mit dem Rollhasen nochmal an. Ja. Da ist das gleiche Thema, richtest dich da aus, wo du hinschießen möchtest. Ja. Halben Weg zurück, da hältst du schon mal relativ weit in den Boden, genau. Und dann nimmst du sie auf dein Kommando von hinten überholen und ein bisschen vor. Hopp. Ich habe auch nicht richtig drüber geschaut, jetzt ehrlich gesagt. Ja, da warst du drüber weg. Also wir sind so nah dran, da kannst du draufhalten. Ja, gut. Das ist schon wieder, weil ich jetzt hier stehe und drüber nachdenken muss. Das ist sonst immer einfach so, ohne drüber nachzudenken, weißt du? Hopp. Ja, sauber. Sehr gut. Wir schießen jetzt nochmal die... Wir schießen jetzt nochmal die... Skitaube, ja. Jawoll. Geht doch. Wenn es läuft, dann läuft's, ne? Jo. Und es ist noch einfacher, wirklich, wie du das jetzt gemacht hast, indem du von unten an die Taube rangehst. Weil wenn du einmal über der Taube bist, ist es sehr schwer, die Flinte unter die Taube wiederzubringen. Ja. Hopp. Ja. Sehr gut. Gut. Sollen wir eine andere nehmen? Ja, machen wir. Und zwar, wir nehmen die Marta. Wo haben wir denn? Hier vorne. Kommt die rüber, oder?
Genau, die kommt hier oben raus und auch diagonal rüber. Ich zeig sie dir einmal. Da kommt sie. Oh ja. Ja. Und das ist ungefähr einen halben Meter vor. Das heißt, du nimmst sie auf. Ich würde sie jetzt aufnehmen. Schusspunkt wäre für mich da. Ja. Ach, okay. Ich würde sie hier am Baum aufnehmen. Das Auge geht Richtung Kiekopffahne. Und von da lässt du sie am Lauf vorbei, von hinten durch und nach vorne. Hopp. Da hast du weit vorgehalten. Der erste Schuss war so einfach. Im ersten, du hast schon einen Tick zu weit rechts gehalten. Ja. Ne, weil da, klar, du siehst sie da schon, obwohl da kannst du es mal probieren. Aber du warst einfach schon drüber. Beim ersten. Probier nochmal. Waffe schon mal ein Stückchen höher, dann hast du es ein bisschen vorne. Die Laufmündung geht da oben hin, wo sie auch herkommt. Hopp. Ja, tipptopp. Ich glaube, das ist auch wichtig, wie ich die Waffe schon im Vorfeld halte. Richtig. Weil das ist ganz viel Zeit, die dir fehlt einfach, wenn du die Waffe von hier unten erst da hochnehmen musst und dann den Schwung machen kannst. Ja, genau, übertrieben gesagt, wenn ich ja irgendwie da hinten schießen will und bin mit der Waffe hier, dann ist das ja korrekt. Kann nichts werden. Ne? Hopp. Ja, das war jetzt aber schneid Matze raus. Wir schneiden nicht. Ja, ich steh auch dazu. Das ist gut. Hopp! Ha! Siehst du? Man muss nur wollen. Ja. Gib mir mal irgendeine andere, ohne was zu sagen jetzt. Ja. Also vielleicht die Nummer, aber. Wir machen die J. Wo haben wir die J? Da vorne, ja? Die J kommt von da und fliegt Richtung Fahne. Ah, okay. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen später schießen. Wir probieren mal. Hopp! Ja. Schießt ihr eher früh oder eher spät? Was ist also ich würde warten. Das heißt, ich würde mich ausrichten auf diesen Bereich. Und da fängt die an aufzumachen. Die ist ja erst relativ flach. Ja. Ne? Und fängt dann an aufzumachen. Und dann gehst du unter die Taube rein und einen halben Meter vor. Ja, ich glaube, die steht ja fast so ein bisschen da. Ne? Genau, richtig, weil sie einfach dann Fläche zeigt. Ja, okay. Jetzt muss ich noch einmal Munition holen, sonst wird Weißt du, was? Wir haben einen Schuss. Wir treffen hier einfach mit dem Schuss. Nee, eine brauchen wir noch. Drück mir mal die J, bitte. Hopp. Scheiße, hinterher. Ruf ein kleines Zwischenfazit. Du und die Flinte, wird das noch was? Ja, Flinten schießen macht mega Spaß. Das kann ich auch nur empfehlen. Man darf auch eigentlich gar nicht so viel nachdenken. Bei allen, wo ich nicht nachgedacht habe, habe ich am besten geschossen. Ist so. Hopp. So, und jetzt aber schon mal die Flinte da oben, weil die kommt ja da oben her. Genau. Hopp. Und du bist noch drüber weg. Immer noch drüber weg? Ja. Echt jetzt? Mhm. Lass dir mal noch ein bisschen Moment Zeit mit dem ersten. Ja. Warte wirklich. Die kannst du quasi hier Mitte Pfütze, da würde ich sie aufnehmen. Ja, okay. Hopp. Okay. Die I oder die H mal? Gerne, die I. Ein die kommt quasi auf dich zu und fliegt in den Haufen. Ja. Hopp. Drüber weg. Drüber weg schon wieder, das gibt's ja gar nicht. Halben Meter drunter schon anfangen. Aber ich hab's ja auch gesagt, das wäre jetzt nicht meine Flinte, glaube ich, weil... Also es musst du einfach, generell auch wenn du eine mit Fleckschuss hättest, du musst wirklich einen halben Meter unter der Taube schon anfangen. Und dann gehst du nach links rüber und schießt. Okay. Hopp. Ich habe jetzt schon angefangen, ich habe die so früh aufgenommen und dann fängt es an im Kopf und dann fängst du an zu zielen. Das ist ja Käse. An sich nicht. Ich sag mal, einige Tauben braucht man einfach, ne, wo man dementsprechend dann zielen muss. Ne? Aber das ist einfach alles eine Frage der Technik. Das muss man wirklich dann finden. Ja, komm, wir machen noch mal einen rein und treffen jetzt einfach mal. Alles klar. Hopp. Der nächste Hopp. Jetzt ist er heiß. Jetzt ist er richtig heiß. Komm. Gut, das lassen wir so stehen. Endstatement. Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Und dann muss man auch aufhören.